Ein neues Video, meine Lieben, zum Thema Cora Schumacher und das Dschungelcamp aus. Ja, ist jetzt schon so ein paar Tage her, aber diese Geschichte nimmt irgendwie kein Ende, weil ja jetzt auch in der Presse stand, dass es da jetzt quasi Knatsch hinter den Kulissen gibt, weil es um diese Debatte geht. Warum ist sie denn jetzt ausgestiegen? Ist sie ausgestiegen wegen diesen ganzen Gerüchten, die es im Internet gibt? Ist sie aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen? Ich habe da ja auch ein paar Aspekte, die ich damit in diesen Topf werfen will. Ich werde euch auch nochmal ausführlich diese Story von Cora zeigen. Ich werde dazwischendrin einfach mal so ein bisschen stoppen und was dazu sagen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich glaube, dass ja auch aus der Zuschauersicht und vielleicht auch aus ihrer Sicht ganz viele Sachen durcheinander geworfen werden, was aber vielleicht auch daran liegen könnte, dass sie ja quasi im Dschungel war und jetzt natürlich mitkommt, was darüber berichtet wird, aber natürlich im Dschungel die Reihenfolge oder besser gesagt die Chronologie nicht mitbekommen hat. Und ich finde, dass das natürlich in diesem gesamten Sachverhalt doch dann sehr wichtig ist. Und ja, ich glaube, dass das letztendlich der Grund ist, warum es super viele Missverständnisse gibt. So, ihr Lieben, willkommen zurück und liebe Grüße aus Dubai nach Deutschland von mir an dieser Stelle. Und ich freue mich auf euer Feedback. Ich bin sehr gespannt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich habe ja in den letzten Tagen schon diese ganze Cora-Debatte so ein bisschen begleitet und aus meiner Sicht versucht so einzuordnen. Und irgendwie nimmt das ja nicht wirklich ein Ende. Und Cora hat auch nochmal ein ausführliches Statement gemacht, was auch zum Beispiel in der Bild aufgegriffen wurde. Es gibt ja vor Ort einen Reporter, der hat ja auch schon quasi ein Video gepostet, wo er mit Cora gesprochen hatte. Und hier geht es nochmal um eine Thematik. Das ist ein Gerücht. Ich sage jetzt ganz bewusst Gerücht, weil ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich das große Thema ist. Aber wenn man jetzt gleich dann mal die Story anguckt von Cora, kann das natürlich sein, dass das wirklich ein Thema ist, weil sie sich schon so ein bisschen sehr im Fokus darauf spezialisiert. Hier steht nämlich in einem Artikel, wo es um die Frage geht, wie krank Cora wirklich ist. Da steht, um das zu untermauern, also ihre gesundheitliche Situation, wollte Cora nur den offiziellen Beweis liefern, dass sie nicht aus Heimweh oder anderen Gründen die Sendung verließ, sondern schlicht, weil sie krank ist. Dafür entfernte sie sich aus dem Luxushotel, begab sich in Begleitung in eine Privatklinik. Ein Sprecher von RTL soll dann zu Bild gesagt haben, die Gesundheit und Sicherheit unserer Stars hat immer höchste Priorität, egal ob im Camp oder im Hotel. Im Camp ist ein Ärzteteam rund um die Uhr und bei Bedarf jederzeit verfügbar. Weil Cora Schumacher aktuell im Hotel Imperial verweilt, haben wir sie zur Nachuntersuchung geschickt. Das Ergebnis, auch hierbei ist keine abweichende medizinische Einschätzung gestellt worden. Es bleibt dabei, es gibt keine medizinischen Gründe für Cora Schumachers Auszug. Bevor wir jetzt gleich mit der Story anfangen, jetzt nochmal ganz kurz die Thematik für viele, die sich vielleicht fragen, wofür ist das wichtig, warum ist das relevant? Sie ist ja nun ausgestiegen, weil sie gesagt hat, es geht ihr einfach nicht gut. Das ist quasi aus versicherungstechnischen Gründen auf eine gewisse Art und Weise relevant, also wahrscheinlich viel mehr für den jeweiligen Kandidaten als für die Produktion, wobei es für die Produktion auch nicht irrelevant ist, weil es natürlich darum geht, muss Geld gezahlt werden oder nicht. Ich erkläre es nochmal so, wie es im Prinzip bei all solchen Produktionen ist, jetzt Promi Big Brother nimmst, das ist ja auch kein Geheimnis, das weiß man. Ich erkläre es nochmal. Du bekommst ja eine Gage für die Teilnahme. Wenn du freiwillig aussteigst, ja, weil diese Fragen immer wieder gestellt werden, wenn du freiwillig aussteigst, bekommst du natürlich Abzüge. Bedeutet, du bekommst nicht das volle Geld. Ist ja klar, weil du hast auch nicht die volle Leistung gebracht, weil du hast freiwillig quasi deinen Job in Anführungsstrichen verlassen. Wenn du aber aus der Show genommen wirst von einem Arzt, also wenn ein Arzt aus dem Produktionsteam sagt, Person XY ist so gesundheitlich angeschlagen, wir können sie nicht weiter in der Show lassen, weil es ein zu großes Risiko ist, und du dann rausgeholt wirst, ja, dann ist es natürlich anders, weil dann kannst du nichts dafür. Wenn du krank wirst und ein Arzt sagt, das Risiko ist zu groß, sie in der Sendung zu lassen oder ihn in der Sendung zu lassen, je nachdem, gab es ja in der Vergangenheit schon, dann ist das etwas anderes. Dann hast du natürlich Glück und bekommst dein Geld trotzdem. Und auch um nochmal diese Frage zu beantworten, wenn du jetzt beim Voting als allererstes oder so fliegst, ja, dann bekommst du natürlich auch dein volles Geld, weil du hast ja keinen Einfluss darauf. Also dieses keinen Einfluss auf etwas haben ist ja das Zauberwort. Wenn du so doll krank wirst, dass du nicht mehr weitermachen kannst, weil ein Arzt sagt, es geht nicht mehr, wir müssen sie zur Sicherheit rausnehmen,
hat das keinen Nachteil für dich, außer dass du nicht mehr in der Show bist. Wenn du als allererstes rausfliegst, worauf du keinen Einfluss hast, hat das keinen Nachteil für dich, außer dass du nicht mehr in der Show bist. Ja? Wenn du aber freiwillig sagst, auch wenn du angeschlagen bist, ich meine, sie ist ja angeschlagen, das hört man ja, das wird man auch gleich in der Story sehen, das hat man im Dschungel gemerkt. Wenn du angeschlagen bist, ja, aber ein Arzt noch nicht sagt in der Situation, es geht nicht mehr und du trotzdem gehen möchtest, was total legitim ist, weil jeder kann ja für sich entscheiden, ob er noch diese Kraft hat oder nicht, dann ist das was anderes. Das ist dann eine persönliche Entscheidung, die absolut legitim ist, aber es ist halt keine ärztliche Entscheidung. So, das einfach nur noch mal vorab. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt, weil immer wieder Fragen gekommen sind. Jetzt gucken wir uns aber erstmal diese ausführliche Story von Cora an, denn ich finde die auch sehr wichtig, um diesen Gesamtkontext einfach noch mal so zu beleuchten, weil am Ende geht es ja um sie, ne? Und ich werde das jetzt mal so ein bisschen aus meiner Perspektive einordnen, wie ich das empfinde, was sie so gesagt hat. Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich melde mich hier nochmal, um vielleicht mit so ein paar Sachen mal hier aufzuräumen, die mich irgendwie unfassbar nerven. Also jetzt kommen schon wieder die ganzen Ameisen um die Ecke, die alle im eigenen Interesse ganz frivol. Naja, ich glaube, am besten weiß ich das selber und kann das hier auch am besten auf Instagram sagen und loswerden, weil ich schon mal hier und da so das Gefühl hatte, dass hier einige Eindrücke verfälscht wurden, indem einfach gewisse Sachen weggelassen wurden, gar nicht erwähnt wurden, etc., pp. Und so weiter. Und jeder irgendwie jetzt gerade der Meinung ist, ein bisschen Attention abzuhaschen und abzugreifen und sich auch zu den einigen oder anderen Dingen zu äußern. So, wo fange ich an? Ja, also, das Lächerlichste von allen ist, sind eigentlich irgendwelche Verträge und irgendwelche Absprachen mit RTL, die es angeblich gibt, oder der Grund meines Ausscheidens, das ist doch echt totaler Bullshit. Also angefangen damit, dass es irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln oder Verträge gibt, dass ich über irgendwelche Dinge nicht reden sollen dürfte und dann auch noch mit RTL. Was eine lächerliche Scheiße. Also nochmal einmal sage ich es jetzt für alle, merkt es euch gut, weil sonst wird es mir dann jetzt auch irgendwie echt langsam zu doof. Es gibt keine Verschwiegenheit von mir. Ich kann alles erzählen und sagen, wann, was ich möchte und wann ich möchte und wem ich es möchte. Punkt. Es gibt keine Knebelverträge, in denen ich mich da irgendwie fremdbestimmen lassen muss, irgendwas nicht zu sagen. Ich bin hier, muss ich euch ehrlich sagen, auch so ein bisschen stutzig jetzt geworden, dass sie dann so sagt, so hä, also sie sagt ja im Prinzip, wie kommen die Leute auf diese ganze Vertragssituation, das stimmt ja alles nicht, so ist ja alles okay, aber ich erinnere mich natürlich trotzdem dran, ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, welcher Tag es war, aber zum jetzigen Zeitpunkt waren es ja erst 5 oder 6, kann man ja gerne nachgucken, sie hat ja im Camp gesagt, sie darf nicht über alles sprechen, weil es Verträge gibt, ja, das war ja ein Zitat von ihr, das haben wir alle gehört und das kann man ja auch nachgucken, deswegen ist es jetzt natürlich nicht verwunderlich, dass die Leute sich dann irgendwie darauf berufen und sagen, naja, Moment mal, du hast doch was gesagt, jetzt sagen wir, du, also ich meine, klar, die Gründe, dass sie jetzt rausgegangen ist, weil sie irgendwas gesagt hat, was sie nicht sagen sollte, glaube ich jetzt ehrlich gesagt in dem Kontext nicht, weil wenn es einen Vertrag gibt, sie sagt jetzt hier zwar nein, aber im Camp hat sie ja gesagt, es gibt einen, aber jetzt nur mal angenommen, es würde einen geben, ja, auch wenn sie sagt, es gibt keinen, dann würde sie ja wissen, worüber sie sprechen darf oder nicht und wenn es irgendeinen Deal mit RTL gibt, wo sie auch sagt, dass es den nicht gibt und ich glaube auch nicht, dass es den gibt, aber jetzt auch mal angenommen, es wäre so, dann weiß ja RTL, was man zeigen kann und was nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist eine Schnittsendung. Nur die Moderationen sind live und die Entscheidung ist live, ja, alles andere ist ja geschnitten. Also das heißt, man kann ja als Sender, als Produktion steuern, was man zeigen will, was man zeigen kann und zeigt halt Sachen nicht, wo man sagt, okay, das ist too much. Und genauso ist es ja bei ihr, dass sie irgendwie sagt über Dinge, wo sie weiß, dass sie sagen kann. Also, ne, ich finde es halt jetzt hier, also ich finde es okay, dass sie sagt, es gibt keine Deals, aber ich weiß dann jetzt auch gar nicht mehr, was sie genau meint, weil da werden jetzt auch wieder so viele Sachen in den Topf geworfen, irgendwie Deals mit RTL oder mit anderen Personen oder whatever. Fakt ist, wir alle haben natürlich im Dschungel gehört, dass sie gesagt hat, sie kann über bestimmte Sachen nicht sprechen, weil es Verträge gibt, die sie unterschrieben hat. Das ist ein Fakt, das hat sie gesagt, auch wenn sie das jetzt natürlich revidiert, aber es ändert ja nichts an dem Fakt, dass sie das gesagt hat. Wenn ich nichts gegen meine Familie sage, respektive ehemalige Familie, dann hat das einzig und allein damit zu tun, mit Respekt und Loyalität der Familie gegenüber. Wenn ich wollte, könnte ich es sagen, mache ich aber nicht, weil ich da auf jeden Fall genügend Respekt vorhabe, dass eben halt genauso
wie der Grund meines Ausstieges nicht in geringster Art und Weise mit irgendwem anders irgendwas zu tun hat, mit niemanden, außer mit mir selber. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, ich weiß nicht, was da so schwer ist. Ist natürlich für die Presse viel zu langweilig. Deswegen schreiben sie alle so Blödsinn. Ich bin einfach rausgegangen, um das noch aus dem Punkt zu bringen. Egal, ob aus Sicht von Dr. Bob, der mich überhaupt gar nicht betreut hat, der noch nicht mal ein Arzt ist, gar keine medizinische Bewertung abgeben kann. Das ist mal das Erste. Hier war ich jetzt auch erstmal kurz so, was meint sie so? Okay, sie sagt, Dr. Bob ist selber gar kein Arzt und kann gar keine medizinische Bewertung abgeben. Also ja, er ist kein Arzt, das wissen wir alle, er ist Sanitäter. Aber sie hat ja auch gesagt, dass er sie gar nicht betreut hat. Daraus schließe ich, dass es vor Ort, wie ja auch RTL schon gegenüber Bild gesagt hat, dass es quasi ein Ärzte-Team gibt. Also natürlich, es ist eine millionenschwere Produktion, natürlich gibt es dort Ärzte. Die haben sie ja scheinbar angeguckt, haben dann dieses Urteil gefällt, dass sie gesagt haben, als Beispiel, ja, sie ist angeschlagen, schon von der Stimme, was man ja jetzt nun auch nicht leugnen kann, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir sie rausnehmen müssen. Und Dr. Bob, das ist ja das, was ich immer gesagt habe, ist ja letztendlich nur das Sprachrohr dieser Sendung und das jetzt gar nicht despektierlich oder abwertend gemeint. Ja, er ist kein Arzt, aber er hat ja auch gesagt, mein Team und ich haben uns besprochen, so, daraus schließe ich, dass andere Ärzte, also weil er ja keiner ist, sie untersucht haben, das gecheckt haben, ihm das quasi mitgeteilt haben und gesagt haben, so von unserer Seite her liegt jetzt kein Grund her, sie rauszunehmen. Und das ist das, was er mitgeteilt hat. Was ja aber nicht heißt, und das möchte ich hier nochmal ganz kurz betonen, was ja nicht heißt, dass sie nicht krank ist. Ne? Das sagt jetzt keiner, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen ich fühle mich nicht schlecht oder ich fühle mich nicht gut, ich bin krank. Oder ich bin so krank, dass ein Arzt sagt, man kann im Wettbewerb nicht mehr teilnehmen. Also es gibt ja hier gerade in dieser Linie nicht nur entweder oder, es gibt ja auch ganz viel dazwischen. Das möchte ich hier nur noch mal ganz kurz in diese Chronologie dieser ganzen Thematik einfügen. Und wenn ich eine medizinische Notwendigkeit gesehen habe, dieses Format zu verlassen, dann ist das so. Ganz einfach aus dem Grund, ich werde das gleich noch genauer erläutern, geht meine Gesundheit mich am meisten an, weil ich möchte diesen Körper noch ein paar Jahre haben und möchte vor allen Dingen gesund sein. Das, was sie sagt, unterschreibe ich zu 100%. Und das ist ja auch letztendlich das, was ich irgendwie auch immer, also eigentlich auch schon einleitend gesagt habe. Und ich glaube, es hat vielleicht auch Cora falsch verstanden oder falsch wahrgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch die Leute entstanden ist, aber auch immer, dass sie sagt so, wenn ich mich nicht gut fühle, dann gehe ich. Natürlich, zu 100%. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Auch wenn man sich mental als Beispiel nicht gut fühlt. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht mehr und dann würde ich auch allen empfehlen, zu gehen. Also weil natürlich die eigene Gesundheit einem immer am wichtigsten sein sollte. Aber ich betone es auch hier nochmal, es gibt hier natürlich trotzdem einen Unterschied. Was fühle ich? Also fühle ich mich in der Lage, das zu machen? Das ist trotzdem etwas anderes, als wenn ein Arzt sagt, naja, sie ist zwar angeschlagen, aber wenn sie wollen würde, könnte sie es noch machen. Aber sie ist nicht so angeschlagen, als dass man sie rausnehmen muss. Ich verstehe natürlich, dass das aus Sicht des Protagonisten nicht cool ist, aber wenn man sich krank fühlt. Und ich meine, man hat das dann auch gehört, man ihre Stimme oder man hört sie auch jetzt noch. Ne? Wenn man sich natürlich krank fühlt und sich dann so denkt, ey, warum sagen die, dass ich es noch machen könnte? Ich fühle mich so schlapp, ich fühle mich so krank. Wir alle kennen die Situation, wir alle sind schon mal krank gewesen. Ja, natürlich hat jeder einen anderen Krankheitsverlauf, egal bei was. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ich möchte hier an dieser Stelle nochmal betonen, dass es hier nicht darum geht, Cora in irgendeiner Art und Weise abzusprechen, dass ihre Entscheidung richtig war oder nicht richtig war. So, sie hat sich nicht gut gefühlt, sie hat sich krank gefühlt, sie wollte rausgehen. Und es ist auch vollkommen egal, selbst wenn sie kerngesund gewesen wäre, ja, und sie die Show verlassen möchte, dann ist das auch in Ordnung. Was halt von den Ärzten hier vor Ort kommuniziert wurde, war, dass es offensichtlich ein Post-Covid-Problem ist. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Covid. Hab mir offenbar eine ziemlich gute Variante ausgesucht, hab da echt ganze 4 Wochen mit zu tun gehabt, war rechtzeitig zum Abflug nach Australien wieder gesund geschrieben worden, weil ich offensichtlich wieder gesund war. Und ja, bin dann leider aus dem Flieger ausgestiegen hier in Australien, hab schon gemerkt, da kommt noch was hinterher. So, und das wurde tendenziell jeden Tag schlimmer. Und ja, so richtig schlimm wurde es eigentlich an dem Tag, als ich ins Dschungelcamp eingezogen bin, und hinzu kommt mein Asthma. Und ich kann euch sagen,
Es ist sehr, sehr, sehr krass, wenn man nicht vernünftig Luft kriegt und nicht atmen kann. Da kann es auch tatsächlich schon mal sein, dass man eine Panikattacke bekommt, die ich an besagtem Abend in der Nacht tatsächlich dann auch hatte. So, dann kam noch hinzu, dass ich Schwierigkeiten beim Atmen hatte, in dem Moment, wo ich mich hingelegt habe. Hinzu kam noch, dass das Feuer wandert wie eine Windrose. Es ist nun mal ein Format, was sich zu 90% um ein Lagerfeuer dreht, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, ja, uff, kannst du ja aus dem Weg gehen. So, und ich merkte, dass es wirklich zunehmend immer schlimmer für mich war, zu atmen. Und es hat sich ungefähr so angefühlt, als würde ein riesen Elefant auf meiner Lunge parken würde. Ja, selber, es ist keine Einbildung, dass ich krank bin. Ja, jetzt geht es noch um die medizinische Notwendigkeit, dieses Thema Format zu verlassen. Ich sage, es ist Ermessenssache, wenn ich der Meinung bin, dass ich keine Lust habe, Langzeitschäden davonzutragen und da langfristig drunter zu leiden, musste ich für mich halt einfach die Entscheidung treffen, was jetzt an dem Punkt wichtiger ist. 25% mehr Gage oder dieses Format zu verlassen. Und vielleicht länger was von meinem Leben zu haben und meine Atemwege, die sowieso schon stark vorbelastet waren, zu schützen, weil vor Ort hätte ich dem Lagerfeuer nicht aus dem Weg gehen können. So. Sie hat das mal alles richtig erklärt und ich bin auch nach wie vor an dem Punkt, was ich gerade schon gesagt habe. Ich musste kurz, wo sie gesagt hat, ja, ich habe mir das nicht eingebildet. Natürlich hat sie es nicht eingebildet, um Gottes Willen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Leute draußen gibt, die das gesagt haben, dass sie sich das eingebildet hat. Ich habe es gerade schon mehrfach gesagt. Ich habe das Gefühl, ich bin hier wie so eine Schallplatte, die sich ständig wiederholt. Man hört ja auch, dass sie krank ist. Ne? Natürlich gibt es Gesundheitschecks. Es gibt Gesundheitschecks im Vorfeld. Es wird wahrscheinlich auch noch mal jemand drüber gucken, wenn man schon angeschlagen ist vor Ort. Es guckt ne, jemand drin noch mal drüber so. Also ich meine, da gibt es schon so Check-ups. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sich da selbst überlassen wird. Und man hört es ja, wie gesagt, auch. Und letztendlich, wenn man jetzt diesen Artikel liest, den ich ganz zu Beginn vorgelesen habe, wurde ja auch quasi der Gesundheitszustand insofern noch mal bestätigt, den ja dieses Team festgestellt hat. Also niemand hat ja gesagt, sie ist kerngesund. Das hat also jedenfalls vom Team niemand gesagt. Das habe ich jedenfalls nicht so wahrgenommen. Es wurde lediglich gesagt, sie ist nicht so krank, dass sie aus der Show genommen werden muss. Ich habe das jetzt für alle einmal vernünftig erklären können. Ich warte jetzt auf meinen Termin, den ich in der Klinik habe, weil ich muss ja auch irgendwann mal wieder zurückfahren, fliegen. Und bin da halt einfach ein bisschen besorgt, weil ich immer noch der Meinung bin, dass mein Kehlkopf entzündet ist. Und vom Abhusten, was einfach nicht klappt. Und ja. Ich weiß, dass in Medien dieser Grund vielleicht nicht trashig genug ist oder zu langweilig ist. Whatever. Für mich ist das Wichtigste nur mein Körper, meine Gesundheit, ist mein Kapital. Und dann sollte meine Entscheidung auch einfach respektiert werden. So. Dann habe ich noch irgendwie so viel gelesen über Ralf und dies und das. Also Leute, ich kann euch eins sagen. Ich setze mich nicht in so ein TV-Format und rede da diese Panther mal eben aus dem Nähkästchen aus und erzähle, wie ich da alles und so weiter, bum 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 hat. Nein, ganz sicher nicht. Also wenn ich etwas sage über mein Privatleben, dann ist es ausschließlich eine Reaktion auf eine Aktion. So, ich habe es schon mal gesagt und es bleibt dabei. Ich setze mich nicht in so ein Dschungel-TV und plapper einfach drauf los und hau da irgendwie raus, wild um mich. Totaler Blödsinn, totaler Bullshit. Natürlich wurde ich vorher von der Bild-Zeitung angerufen. Also in so, ja, natürlich wurde ich gefragt, was läuft denn da mit Oliver Pocher? In dem ersten Anruf habe ich noch alles dementiert und geleugnet und habe der Sache gar keine Plattform gegeben. So, dann kam der zweite Anruf von der Bild-Zeitung und ich wurde ganz klar gefragt. Also es gab dann schon mehr Informationen über besagte Personen. Wann, wie, wo, was wir uns getroffen haben, wie lange das angeblich schon gehen würde, weil diese Aussage hat übrigens nicht gestimmt. Aber anyway, ich bin immer ganz bei mir und fand das halt irgendwie so unterirdisch, das so aussehen zu lassen, als würde ich im Dschungel-TV-Telefon da auspacken, obwohl diese Story
von jemandem ganz anders geleakt wurde. Das weiß nicht nur die Bild-Zeitung, das weiß auch diese Person selber. Ne? Und ich tatsächlich echt einfach nur reagiert habe auf Sachen, auf die ich im Camp angesprochen wurde. Ich fange jetzt mal mit dieser Aussage an, dass sie sagt, dass sie es schade findet, dass es quasi im Dschungel so aussah, als wenn sie diese Sache auspackt, ausgepackt hat oder was auch immer. Ich sage jetzt mal etwas, wie ich diese ganze Situation beurteile. Ja, ich habe auch wahrgenommen, dass bevor die Sendung ausgestrahlt wurde, es schon diese Schlagzeile gab. Und ich habe auch vernommen, dass sie am Anfang mehrfach dazu befragt wurde, auch schon im Vorfeld von der Bild und dann irgendwann mal was gesagt hat und sie natürlich auch im Dschungeltelefon danach gefragt wurde. Das ist das, was ich heraushöre und sie das dann gesagt hat. So, und sie sagt auch, dass sie quasi nicht die ursprüngliche Quelle war. Also sie ist nicht zur Bild gerannt, sie ist nicht zur RTL gerannt und hat gesagt, hier Leute, ich weiß da was, ich habe eine angebliche Affäre mit Oliver Pocher. Das habe ich so vernommen, dass das nicht passiert ist, sondern dass das jemand anderes gemacht hat. Da gab es ja schon, ne, auch im Vorfeld von seitens Oliver Pocher mehrere Gerüchte, wer das jetzt gestreut haben soll. Das werde ich jetzt nicht nochmal hier an dieser Stelle erwähnen, weil es auch keine Relevanz hat. Ich finde aber, was Relevanz hat, ist doch der Fakt, wie gehe ich damit um? Ich möchte nochmal betonen, ich finde es nicht schlimm, wenn sie dazu etwas gesagt hat. Sie hat ja, glaube ich, letztens schon mal irgendwo gesagt, dass sie mit Olli angeblich besprochen hat, dass wenn das irgendwann mal rauskommt, dass sie nicht lügen wird. So, ich finde das alles nicht schlimm, dass wenn sie gefragt wird, dass sie irgendwie sagt so, hey, ja, ich habe da eine Affäre mit ihm und das ist der Stand der Dinge, weil man ja auch gemerkt hat, dass sie gerne darüber gesprochen hat, weil sie irgendwie sehr euphorisch damit war und weil sie wahrscheinlich Gefühle für ihn hatte. So, aber jetzt kommt das große Aber. Ja, sich dann, ich finde das schwierig, wenn man dann sagt, ja, aber ich bin ja nicht die ursprüngliche Quelle, ich habe ja eigentlich nicht, das nicht rausgehauen. Naja, man hat es ja bestätigt, man hätte es ja nicht bestätigen müssen. Also, ich meine, du kannst jetzt natürlich fünfmal eine Anfrage von Bild bekommen, du kannst jetzt natürlich fünfmal eine Anfrage von RTL im Dschungelcamp bekommen, aber was du am Ende darauf antwortest, ist ja deine eigene Entscheidung. Du kannst ja als Beispiel auch sagen, hey, ich äußere mich generell nicht zu meinem Privatleben, ich möchte nicht äußern, mit wem ich mein Bett teile oder mit wem ich nicht mein Bett teile, das geht niemandem was an. Also man selber hat ja immer die Chance, ja? So, ist ein Fakt. So, ne? Natürlich sage ich nicht, dass sie hier die Quelle war, aber natürlich ist dieser Eindruck entstanden. Ich betone es hier trotzdem an dieser Stelle nochmal, dass sie nicht die Quelle war, weil sie es auch gerade gesagt hat. Aber man darf sich dann natürlich auch nicht so wirklich drüber beschweren, wenn man es dann am Ende bestätigt, weil das eine ist die Quelle, ja, so die Quelle, da gab es dann die Gerüchte, okay, da stand in der Presse. Wusste sie zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil sie im Camp drin war, aber man muss es ja nicht bestätigen. Aber wie gesagt, ich habe auch gar kein Problem damit, wenn sie es bestätigt. Ich möchte jetzt nur mal sagen, dass es da halt immer schwierig ist, da man über dieses Thema geredet hat. Sie hat natürlich sehr groß drüber geredet im Camp. Ja, ich weiß, sie wurde dazu befragt, aber das hätte sie ja nicht tun müssen. Das ist ja immer eine Entscheidung für oder dagegen. Auf jeden Fall hatte ich so zwei Sachen im Kopf, wo ich mich gefragt habe, warte mal, mit wem hast du über was geredet, ne? Mache ich eigentlich immer so, um jemanden zu observieren. Immer fünf verschiedene Geschichten zu erzählen und welche davon, schreibt euch nur die Namen gut auf, und welche davon dann irgendwie in der Presse landet oder im Freundeskreis. Wisst ihr doch ganz genau, wer sie erzählt hat. Also so lief das dann ungefähr. Und es ist schon witzig. Dann habe ich noch so einen Trick, der dann zum Beispiel immer sagt, ich bin ja total dumm und lese ja Märchenbücher, die Malbücher. ja, Wahnsinn. Also ich meine, keine Ahnung, ich frage mich immer, wenn jemand sowas in der Öffentlichkeit breittritt, was hat diese Person davon? Oder auch im Privaten so, wenn einem jemand ans Bein pisst. Wer hat was davon? Wer könnte das erzählen? Nur eine Person, die etwas davon hat. So, und ja. Also ich hab dann da so einen anderen Trick, weil, keine Ahnung, ich habe mich halt gefragt, es kann nur eine Person sein, warum wird das rumerzählt? Es kann nur eine Person sein, die was davon hat. Und ganz wichtig. Und dann ist mir halt irgendwie eingefallen, so, warte mal, ich habe genug PR über das Dschungelcamp. Ich brauche keine zusätzliche PR. Jeder weiß, dass ich es hasse, mich über einen Beziehungsstatus zu definieren, was ich unterirdisch finde, weil ich einfach mehr kann und mehr bin auch für mich. Muss es halt jemand gewesen sein, der dadurch einen Vorteil hat, also irgendwas hat. Ja. Und die Dinge hatten sich dann natürlich geklärt. Also ich sag mal so, naja, die Liebeskasper-Tour, die muss ja gefüllt werden. Und das Thema
Amira ist ja schon sag mal, so durchgelutscht und durch. Sandy sowieso interessiert. Ja, also ich bin da eigentlich auch zu 100% bei ihr, dass man sich natürlich immer fragt, so was hat diese Person davon? So, aber wisst ihr, ich möchte jetzt niemanden in Schutz nehmen, ich möchte aber auch niemanden piesacken. Am Ende des Tages haben alle was davon. Also man kann sich natürlich fragen, ob jetzt Oliver Pocher, hat diese Affäre nie bestätigt, ob er davon profitiert hat in der Situation. Ich finde, er hat erstmal im ersten Step nicht davon profitiert, weil die Leute ja dann gesagt haben, so, Moment mal, da gibt es eine angebliche Affäre, wofür kritisierst du denn deine Ex-Frau, wenn du selber quasi dein Vergnügen hast, in Anführungsstrichen, ja. Das waren ja so ein bisschen die Kommentare, die waren. Sie, also Cora, hat ja am Ende jetzt, ich sage jetzt mal auch in Anführungsstrichen, was davon, weil das jetzt natürlich bundesweite Schlagzeilen waren und sie damit natürlich eine Reichweite generiert hat. Und warum geht man in dieses Dschungelcamp rein? Weil man natürlich Reichweite generieren will. Und warum spricht man über eine Sache, auch wenn man das nicht ursprünglich ausgeplaudert hat, aber es gab ja schon diese Gerüchte, warum spricht man darüber? Naja, weil man scheinbar das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen und weil man ja auch weiß, dass es in dieser Konsequenz heraus eine bestimmte Reichweite gibt. Also ich finde das dann immer schwierig, dass wenn Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie auch alle in der Öffentlichkeit stehen, sich dann gegenseitig vorwerfen und sagen, naja, aber der hat das nur gemacht, weil er bekannt ist dafür, dass da irgendwie eine Reichweite entsteht, umgedreht genauso. Weil am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages, liebe Freunde, sitzen natürlich alle im selben Boot. So. Das ist einfach ein Fakt. Und dann mit dem Finger auf andere zu zeigen, denke ich mir so, finde ich persönlich schwierig. Aber gut, ich bin jetzt mal gespannt, wie das ganze Thema hier an dieser Stelle weitergeht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es für den Moment erstmal nicht mehr weitergehen wird, sondern wie ich in meinem letzten Video schon gesagt habe, dass es wahrscheinlich einfach eine Aussprache geben wird und wir dann irgendwann beim Wiedersehen erfahren werden, was da rausgekommen ist, was die Thematik war, ob die sich ausgesprochen haben, ob die sich nicht ausgesprochen haben. Ich bin jetzt erstmal gespannt an dieser Stelle. Ich mache jetzt erstmal Feierabend hier. Bin jetzt sehr gespannt auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.